Herzlich willkommen zur Auflösung des Quiz aus dem Monat Juli 2021. Die Frage war folgende, und zwar, wie hoch muss die Eigenkapitalquote sein, wenn du für dein Jungunternehmen oder sogar dein neues Unternehmen Kapital beantragen willst, Fremdmittel beantragen willst, zum Beispiel das KfW Startgeld oder andere Förderprogramme. Zu den anderen Förderprogrammen können entweder die Landesmittel über deine Landesbank, zum Beispiel in Berlin, die IBB oder ILB in Brandenburg gehören, oder aber auch die europäisch weitergeleiteten Förderprogramme, ERP-Programme genannt, auch als Gründerkredit universell. In der Regel ist es so, dass du bei all diesen Programmen erstmal zur Hausbank gehst und die Hausbank will teilweise, nicht im Widerspruch, aber aufgrund von eigenen Vorschriften eine Eigenkapitalquote sehen. Es kann zum Beispiel sein, dass bei der KfW, wenn du anrufst, die KfW sagt, nein, Eigenkapital ist nicht erforderlich, aber die Hausbank, zu der du davor gehen musst, die dann den Antrag weitergibt an die KfW, die will dann Eigenkapital tatsächlich sehen. Und das, was die Hausbank in der Regel von dir haben möchte, ist eine Eigenkapitalquote von 10-20%. Auch wenn es beispielsweise bei der KfW draufsteht, dass du eigentlich kein Eigenkapital benötigst. Es gibt allerdings auch Branchen, wo der Kapitalbedarf höher sein kann, wenn die Hausbank den Förderantrag bekommt. Zum Beispiel in der Gastronomiebranche ist es so, weil die Überlebensdauer oder das Risiko sehr hoch ist, dass Hausbanken sagen können, bringen Sie bitte 50% von Ihrem Gesamtkapitalbedarf selbst mit. Das heißt 50% Eigenkapital und dann gibt die Bank möglicherweise den zweiten Teil hinzu. Daher ist die richtige Lösung 10-20%, weil es für die Mehrheit aller Fördermittelanträge, die über die Hausbanken abgewickelt werden, auch gefordert wird. Wir werden nun als nächsten Schritt aus den richtig eingesendeten Lösungen den Gewinner ziehen. Und wenn du überlegst, selbst Fördermittel zu beantragen für deine Gründung oder für eine Wachstumsfinanzierung, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir von der X-Group helfen dir gerne, auch bundesweit dabei, die richtigen Fördermittel herauszusuchen und die Anträge auch vollständig und korrekt vorzubereiten, sodass deine Finanzierung auch gelingt. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.